Ja, mein Name ist Stefan Rochow, Gründer und Betreiber der lokalen Internetzeitung Schwerin Lokal. Heute bin ich in der WGS bei Herrn Thomas Köchig, der WGS-Geschäftsführer. Ich bedanke mich auch für die Zeit, die Sie sich für uns nehmen und würde direkt auch in das Thema einsteigen wollen. Ja, wie erstaunt waren Sie, dass die ASK jetzt plötzlich, also eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht in Schwerin gegen den Abriss der drei Hochhäuser in Schwerin-Lahnburg erwirken möchte? Ja, da war ich natürlich sehr erstaunt, denn wenn man Bagger bereits auf einer Baustelle stehen hat, behördliche Genehmigung hat, die haben wir für alle Arbeiten, die wir durchführen, oder kommt jemand und sagt, ich habe da mal einen Ansatz für eine Klage beim Verwaltungsgericht, lässt einen das erstmal schon mal ein wenig erschrecken. Das lässt einen auch Fragen zurück, insbesondere deshalb, weil hier begründet würde, ja, man müsste mehr Transparenz schaffen, man müsste mehr Demokratie wahren. Das sind alles die Argumente, die ich ja dankenswerterweise aus dem Interview, was Sie geführt haben, mitnehmen durfte. Und man sich dann fragt als Geschäftsführer, warum warst du eigentlich in sämtlichen Ausschüssen mit dem Thema? Hast insgesamt 5 Beschlüsse dazu, die genau das mit einer überragenden Mehrheit, und da reden wir nicht über 50% der Stimmen, sondern im Zweifel war nur die ASK dagegen. Hier und da gab es vielleicht nochmal eine Enthaltung, aber das waren nicht wirklich viele Stimmen. Das waren die Stimmenmehrheiten. Und auf der Basis nimmt die WGS als 100% Tochter der Kommune ihren Auftrag wahr. Ich habe eine klare Weisung meines Gesellschafters abzureißen. Der ist wohl erwogen worden. Wir waren, wie gesagt, in Ortsbeiräten. Wir haben alle anderen Beiräte eingebunden. Wir waren in fast allen Ausschüssen. Und dann haben wir noch in der Stadtvertretung. Und zwar explizit mit der Frage, wie gehen wir mit den Hochhäusern um? Der erste Beschluss lautete zu dem Thema, nicht an Dritte verkaufen. Wir hatten Käufer. Kommt vielleicht mehr nochmal dazu. Ganz klare Aussage, es gab auch eine klare Diskussion dazu, es gab auch eine klare Richtlinie, warum wir am Ende so entschieden haben. Das halte ich auch mittlerweile für richtig. Unser Vorschlag der WGS war tatsächlich auch, zu versuchen zu verkaufen, nicht Abrisse selber zu machen zu müssen. Aber im Endergebnis tragen wir den Beschluss, wir tragen ihn auch gerne. Aber der ist so gefasst worden. Es ist gesagt worden, nein, das wollen wir nicht an der Stelle. Dann bitte folgender Beschluss, ein Objekt modernisieren, da war klar, dass das geht, das war die Wahrstelle der Straße, das haben wir auch getan, das ist fertig, das abgeschlossene Modernisierung. Was ist sehr teuer, aber wenn ich da mal sofort einhaken darf, vielleicht sagen Sie das auch an der Stelle mal, weil das ist vielleicht auch so das nächste Argument, was auch nicht ganz unspannend ist in dem Zusammenhang. Genau, es hat über 5,8 Millionen gekostet, dieses Gebäude zu sanieren, es war sehr, sehr schwierig, eine Finanzierung dafür zustande zu kriegen. Das sind übrigens außer der Fahrstuhlförderung ein Zuschuss, ein verlorener Zuschuss von etwas über 80.000 Euro des Landes im Menschengeld. Der Fahrstuhl selber hat aber 500.000 Euro und mehr gekostet, der wichtig ist, um den Brandschutz überhaupt einigermaßen abzusichern. Da sieht man schon die Relation, dass andere offensichtlich mitfinanzieren müssen. Dass also diese Träume, das läuft über Förderung des Landes und dann anschließend Sozialraum, überhaupt nicht stimmen. Und wir müssen heute die Wohnung tatsächlich in der Neuvermietung, die Altkunden haben ihre Konditionen behalten, das haben wir ihnen zugesagt, haben gesagt, die nehmen wir nicht raus, dafür mussten sie und sind sie auch in der Modernisierung drin liegen. Ein Kraftakt für den Mieter bei dem her, gar keine Frage. Haben sie aber gestemmt und dafür haben die jetzt weitestgehend ihre alten Konditionen. Wenn wir neue Mieter reinnehmen, reden wir tatsächlich über Mieten deutlich über 6 Euro, teilweise bis zu 7 Euro auf den Quadratmeter. Und mit Verlaub, das sind für mich keine Sozialwohnungspreise mehr. Das, was Herr Jager oder sagt, am Ende habe ich preiswerten Wohnraum, das kann ich schlicht an einem durchgeführten Projekt nicht mal ansatzweise bestätigen. Das ist schlicht falsch. Haben Sie Kontakt zu den Investoren? Der Herr Jagow sagt, es wären also 3 Investoren, die auf der Matte stehen würden und die WGS würde sich sozusagen der Debatte dann verweigern oder des Gesprächs mit den Investoren. Es ist so gewesen, dass wir zum seinerzeitigen Zeitpunkt, ich habe eben erwähnt, wir hatten schon mal Käufer, und bei der WGS ist es so, wir gehen nicht auf einen Käufer zu und suchen uns den aus. Wir sind hier immerhin eine kommunale Gesellschaft, da braucht es auch transparente Verfahren, da nimmt man nicht gleich irgendeinen, der einem gefällt. Nein, bei uns ist es immer so, das wird im Internet ausgeschrieben, der Kauf. Das war in dem Fall auch so. Es haben sich große Firmen beworben. Der letzte in der Reihe, die letzten in der Reihe waren die CoreState. Das ist ein großer Fonds aus der Schweiz. Da ist das hier, ist, glaube ich, schon 2 Jahre her gewesen. Das ist dort über 2 Jahre her und da hat man sich dann hier den Vortrag auch angehört und war sich nicht ganz sicher, ob die nicht schnell wiederverkaufen werden, ob das nicht vagabundierende Bestände werden, wie man so sagt. Und da hat am Ende die Stadtvertretung auf der Basis und auch aufgrund der Konzepte anderer entschieden, das werden wir nie ganz verhindern können, dass es dazu kommt. Spätestens nach 10 Jahren Verkaufssperre ist irgendwann der Punkt, wo jemand verkaufen kann.
Und folgerichtig wollen wir das nicht, dass diese Bestände, insbesondere Hochhäuser, sind hochkomplexe Gebilde, vagabundieren. Das war ganz eindeutig am Ende die Entscheidung. Und zu diesem Termin ist keiner der drei angetreten. Keiner. Insbesondere auch nicht die TAG, die bereits hier am Markt tätig ist. Ich habe von der TAG auch nichts gehört. Wir arbeiten sonst eigentlich mit denen zusammen. Null Reaktion. Habt ihr auch gesagt, sie haben auch keine Antwort bekommen. Deute ich als wohl kein Interesse, sonst hätten die mich angerufen. Die haben meine Telefonnummer. Fand nicht statt. Was passiert ist? Ich habe tatsächlich mit einem, der angeblich dann eine Architektengruppe ist, ob es eine ganze Gruppe ist, weiß ich nicht. Er tritt aber sehr oft auf als irgendwie ein Architekt einer Architektenverbandes. Damit ist aber nicht der eigentliche Dachverband der Architekten, sondern das ist eine relativ freie Personenversammlung, die da agiert. Der Kollege ist über 70. Ich glaube, der hat in den letzten 10 Jahren nicht unbedingt ganz viele Hochhäuser saniert. Das stelle ich jetzt mal. Ich habe den am Telefon gehabt und die fachliche Tiefe des Gesprächs hielt sich in sehr überschaubaren Grenzen. Um das mal sehr vorsichtig auszudrücken. Und das ist ja derjenige, auf den sich offensichtlich die ASK beruft, auf den sie vertrauen, der anschließend den Kontakt dann zu den Investoren hat. Dazu möchte ich auch mal eins sagen. Der Architekt hat kein Maklermandat. Er ist von uns nicht beauftragt worden, Investoren zu suchen. Auch das hat ja Folgeschäden zur Folge, wenn da plötzlich einer rumrennt. Stellen Sie sich vor, irgendwer würde rumrennen und ihr privates Haus zum Kauf anbieten. Das ist schon ein vergleichsweise grenzwertiger Vorgang. So, mit dem habe ich es hier zu tun. Und dann wird ja direkt in dem Interview gesagt, wir kennen die Investoren nicht selber. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute mir hier schreiben und sagen, ich suche mal 10.000 Wohnen. Verkauft doch mal die Firma an mich. Also da kann ich hier die Wände mit tapezieren. Der Substanzgehalt solcher Anfragen beweist sich, wenn wirklich einer dort war. Und die anderen Investoren, die wir hatten, alle inklusive CoreState, haben so viel investiert, dass sie tatsächlich einen Brandschutzgutachten haben machen lassen. Oder dem rauskommt, dass jedes Hochhaus bis zu 3 Millionen Aufrüstung Brandschutz benötigt hätte. Bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache, bevor ich darüber nachdenke, irgendeinen Komfort zu verbessern, irgendeine Barrierefreiheit herzustellen, bevor ich darüber rede, Bäder umzugestalten, eine Küche womöglich einzubauen, neue Fußböden zu verlegen, irgendwas zu machen, sind erstmal 3 Millionen weg. Bei ca. 300 Wohnungen pro Objekt brauche ich nicht mal einen Taschenrechner, um auszurechnen, dass die Summe, die da gerade in Rede steht, normalerweise die Summe ist, die ich fürs Aufrüsten einer ganz normalen Wohnung, einem 5-Geschoss annehme, damit kann ich die komplett modernisieren. Das macht ökonomisch überhaupt alles gar keinen Sinn. Nochmal, dafür brauche ich keinen Taschenrechner. Und andere haben den offensichtlich nicht mal gefunden. Also liegt Ihnen auch gar kein Konzept vor, keine Bekundung in letzter Minute, wir sollten drüber reden, wir sollten irgendwas machen? Definitiv nicht. Die 3 Adressen, die da genannt worden sind, explizit bei mir als Firma nicht aufgelaufen. Ich würde auch erwarten, dass eine Firma anspricht und nicht erstmal durchs ganze Land dackelt, mit allen möglichen Entscheidungsträgern meint, irgendwie kommunizieren zu wollen, über am besten noch 5 Ecken. Wer was von uns will, der ist herzlich willkommen, der kann mich auch gerne anrufen. Die Nummer steht im Telefonbuch, steht auf der Homepage, meine E-Mail-Adresse auch. Ja, ist aber de facto nicht passiert. Ja, und an der Stelle muss man ja vielleicht auch fairerweise sagen, das habe ich schon mehrmals gesagt, wir haben selber auch Anfragen gestellt an diese 3 genannten Investoren, die bis jetzt, also seit über 14 Tagen, unbeantwortet geblieben ist. Also nicht mal eine Bestätigung, dass sie Interesse haben. Das muss man also an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Was man vielleicht auch mal erwähnen sollte, es gibt gar keine Wohnhäuser mehr. Die Gerippe, die da stehen, sind bautechnisch, also nicht nur entkernt, das sind wirklich nur noch Betonskelette. An allen 3 Gebäuden sind sämtliche Infrastrukturen entfernt, bei 2 sogar die Heizhäuser. Alleine das Wiedererrichten der Heizverteiler würde nach Aussagen der Stadtwerke pro Station 250.000 kosten. Das macht alles keinen Sinn. Wenn mir dann irgendeiner erzählt, das wird billiger Wohnraum, dann ist das falsch. Die nächste Aussage, die falsch ist, ist, es wird immer so getan, als wären das Sozialwohnungen gewesen. Das stimmt nicht. Diese Wohnungen sind niemals staatlich gefördert worden. Sie haben niemals eine Belegung mit Wohnberechtigungsschein gehabt. Das ist schlimm. Wahr. So, wie gesagt, wenn man sie dann macht, der Straße, habe ich schon erwähnt, komme ich am Ende bei kalkulierten Mieten in der Rahlstädter Straße, die bessere Voraussetzungen hatten, dort schon zwischen 6 und 7 Euro in der Neuvermietung raus, in den anderen Blocks würde ich wahrscheinlich bei 7 und höher rauskommen. Das ist einfach für mich völlig unklar, wie man da hinkommt. Und wenn dann Herr Jagau sagt an der Stelle, die Investoren würden anbieten, 20 bis 25% Sozialwohnungen,
wie hat man eigentlich dieses Angebot erhalten, wenn man gar keinen Kontakt zu den Investoren hat? Lag das schriftlich vor, wenn man die gar nicht kennt? Wage ich mal stark zu bezweifeln. Das wiederum würde aber voraussetzen, dass das Land Fördermittel gibt, denn nur dann gibt es auch Sozialwohnungen. Und bereits bei uns hat das in der ersten Anfrage nicht funktioniert. Nochmal, Wohnraumfördermittel mit Bindung sind in der Altstadtstraße auch nicht reingeflossen, weil die Wohnungen es nicht hergeben, weil sie nicht barrierefrei genug sind, trotz des Anbaus eines zusätzlichen Fahrschutzes. Die Altwohnungen geben das gar nicht her. Dort enden sämtliche Fahrstühle auf Halbebene. Das macht für Rollatoren benutzende Rentner keinen Sinn, dort die Treppe rauf und runter zu stürzen. Ja, ist auch nicht zu empfehlen. Die sind nicht barrierefrei. Folgerichtig kriege ich auch die Förderprogramme nicht. Sie sind auch insofern nicht barrierefrei, weil selbst nicht barrierearm machen wie in der Beispiel der Straße, da sind innen drin die Drehradien für Rollstühle nicht geeignet, weil die Wohnungen sind so schmal, dass ich de facto keinen Rollstuhl drehen kann. Und wenn ich ihn abstelle, dann habe ich keinerlei Möglichkeiten mehr, mich eigentlich in meine eigene Wohnung zu bewegen. Das heißt, es ist architektonisch Blödsinn, es ist kaufmännisch Blödsinn, fördertechnisch ist es nicht mal möglich. Da werden einfach Dinge behauptet, ich unterstelle es mal in Unkenntnis, ich würde schlechte Motive unterstellen. Wo ich aber erwarten würde, wenn es denn schon Architekten sind, die Vorschläge machen, dass sie dann wenigstens mal anfangen, diese Vorschriften wenigstens mal grundsätzlich zu lesen und sich zu informieren. Der zweite Vorwurf, den die ASK ja macht, ist, es gäbe einen Stadtvertretungsbeschluss, der besagt, dass die WGS eben nicht unter 10.000 Wohneinheiten fallen darf. Und das sei dann eben gegeben mit dem Abriss der Häuser in Lankow. Was können Sie dazu sagen? Ich kläre erstmal mal auf, woher die Zahl 10.000 kommt. Die 10.000 kommt daher, dass der Verband, also unser eigener Immobilienverband, Wohnungsverband, der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, aber auch der Gesamtverband der Deutschen Wohnungswirtschaft, GdW, große Wohnungsunternehmen definiert als größer 10.000 Wohneinheiten. Das ist das Ganze, was dahinter steht. Ich habe selber darauf hingewiesen, dass das durchaus Rabattvorteile hat, dass das durchaus Gesprächstüren bei Bankvorständen öffnet, wenn man eine große Wohnungsunternehmung ist. Sonst landet man auf der Prokuristenebene. Das war unser eigener Vorschlag, diese 10.000 möglichst zu halten. Und zwar nicht aus meinem. Da komme ich gleich zu. Und das war also nicht mein persönlicher Karriereschutz, aber die Idee kam von uns. Also wäre ich ja schlecht beraten, dagegen zu verstoßen. Klingt logisch, ja. So, machen wir das nochmal als Faktum. Wir haben hier den Geschäftsbericht 2016 und hier kann man eine Aufstellung des eigenen Wohnungsbestands in diese Bürofläche sehen, kommt von 12.635 2014. Auf 11.237 kann man hier lesen. Exakt. Und auf der nächsten Seite wird dann auch nochmal dargelegt, dass es sich dort um einen Gesamtbestand handelt, wie gesagt, 11.337 und davon einen Kernbestand von 10.267. Noch mit 1070 Verwertungsbestand. Ja. Das war der Stand 16. Durch Wirtschaftsprüfer geprüft, durch Banken entgegengenommen, durch das Beteiligungsmanagement geprüft, über die Wirtschaftspläne in den unterschiedlichen Ausschüssen geprüft. Gehen wir alle davon aus, dass die Taschenrechner haben. Kann man dann wirklich auch an der Stelle von ausgehen. So, das ist der aktuelle Text zum aktuellen Geschäftsbericht. Der ist natürlich noch nicht geprüft, deshalb gibt es ihn im Moment in der Rohfassung. Aber unsere Prüfer sind im Haus und haben sich das angeguckt und im allerextremsten Fall würde es auch vorab stellen, würde aber entsprechend Geld erfordern. Und da stellen wir fest, das ist dann wieder die Vorlauftabelle, dass wir jetzt bei 2017 bei 10.479 sind, die sich wie folgt aufgliedern. Und wir kommen dann praktisch wieder auf dieselbe Zeile, also wir verschleiern auch nicht. Wir haben also jedes Jahr so dasselbe, es gibt das einmal als Gesamtverfälle, wir gehen wieder auf die Folgeseite, wie wir sie eben auch hatten. Man sieht erneut 10.479, 10.266 Kernbestand, aber einen deutlich reduzierten Verwertungsbestand von nunmehr nur noch 213. Na, wo mag die Differenz herkommen, vermutlich aus Abrissen. Aus Abrissen, ja. So, und das heißt aber auch hier ist definiert Kernbestand 10.266. Kernbestand ist Kernbestand und nicht Verwertungsbestand. Das ist überhaupt kein Grund, ihn in den nächsten Jahren abzubauen. Mir fällt zumindest keiner ein. Das beschriebene Unternehmensentwicklungskonzept hat tatsächlich unterschiedliche Zahlen, weil es erstmal einen Nachtrag gab, es bewegt sich was. Man sortiert Häuser mal wieder neu zu, man überprüft sie und das ist ganz simpel. Wir haben während des Aufstellens des UEKs haben wir die Flüchtlingswelle. Wir hatten ursprünglich sogar Häuser drin, die hätten wir damals schon abreißen wollen. Das waren explizit die Blöcke in der Magdeburger und Frankfurter Straße, ja, also in Neuzindendorf Mitte. Ja. Die sind vermietet worden an die Stadt mit 3- und 5-Jahresverträgen.
wie es da irgendwann mal weitergeht. Ob wir die irgendwann abreißen, weil keiner mehr kommt. Mittlerweile haben wir eine gewisse Zuwanderung von Spätaussiedlern. Das wird sich alles zeigen. Ich bin nicht hellseher. Deshalb haben wir natürlich Szenarien berechnet. Deshalb gibt es auch einen Nachtragsbericht, dass man sagt, das Gebäude hat jetzt plötzlich doch wieder eine Verwendung. Oder wird halt noch, wie die Hegelstraße verkauft, weil es der allerletzte Verkauf ist, der eben auch unter sozialen Gesichtspunkten mit Jugendarbeit getätigt wird, aber nicht der letzte im Wohnungsbereich. Das ist auch so kommuniziert. Aber ich muss in Szenarien denken. Wer sagt mir, dass das genauso kommt? Kann ja auch sein, das kauft keiner. In einem Fall kann es sein, es macht die Stadt noch einen Verlängerungsvertrag auf 10 Jahre für Asylfragen, für neue Bevölkerungsgruppen, die zuwandern. Dann hat das Gebäude plötzlich wieder eine ganz andere Verwaltung. Aber natürlich muss ich darauf reagieren, was ich tue. Wir gehen nicht davon aus, dass wir drunter sinken. Sollte das der Fall sein, werden wir das nur tun, wenn wir vorher eine andere Beschlusslage haben. Das ist doch selbstverständlich. Dann würde man wieder in die Gremien gehen. Und wir sagen, Mensch, das mit der Rabattelstaffel, was ich vorhin erwähnt habe, ja, der 10.000, ja, einen inneren Wert hat es nämlich nicht. Ja. Das ist jetzt weniger wichtig, als die Frage, einen Stadtteil neu zu gestalten, weil ansonsten stehen da halt genutzte Gebäude rum. So, und dann wird die Politik, mein Gesellschafter, wieder entsprechende Abwägungen machen, dann kriege ich ein neues Mandat und nach dem werde ich genau wie in diesem Fall handeln. So, das ist auch in diesem Fall so, wir haben die Mandate, wir handeln danach und deshalb brauche ich auch nicht mit Investoren reden, weil wenn ich ein Abrissmandat habe, habe ich ein Abrissmandat. Verkaufsmandat hat ein Verkaufsmandat. Ich bin Geschäftsführer und nicht Eigentümer dieser Firma. Also habe ich die Geschäfte zu führen und die politischen Instanzen entscheiden und haben das mit einer überzeugenden Mehrheit, ich kann es nur noch mal wiederholen, mehrfach getan, über mehrere Beschlüsse hinweg. Und auch die ASK hat sich ja 2015 dafür ausgesprochen, dass eben sozusagen nicht verkauft wird, dass es im Bestand der WGS bleibt, nun aber eben abgerissen wird aus unterschiedlichen Gründen, dann eben, die auch aus meiner Sicht nachvollziehbar sind. Dagegen den Abriss, da muss ich für die Kollegen eine Lanze brechen, meine ich, haben sie dagegen gestimmt. Also explizit gegen den Abriss. Aber sie wollten auch tatsächlich keinen Verkauf, das ist richtig. Also bei dem Verkauf haben sie meines Wissens mitgestimmt, haben sie auch gesagt, ja, das macht Sinn, nicht zu verkaufen. Und beim Abriss, meine ich, haben sie sich mindestens erteilt, wenn sie gewünscht. Habe ich jetzt auch nicht geprüft, kann aber durchaus sein. Das ist aber meine Erinnerung, ich war in der Sitzung eigentlich anwesend, und ich meine, das war so. Ja, ich glaube, dann kann man eigentlich auch nicht davon ausgehen, zumindest gehen Sie wahrscheinlich nicht davon aus, dass die einstweilige Verfügung Sie nun in den nächsten Tagen ereilen wird und sozusagen die Verhältnisse plötzlich gänzlich umgekehrt werden. Nein, davon gehe ich nicht aus, zumal die Klage sowieso nicht gegen uns gerichtet sein kann, weil eine GmbH unschwer über ein Verwaltungsgericht verklagbar ist. Es sei denn, jemand würde die grundsätzliche Abrissgenehmigung in Frage stellen, ist aber nicht der Fall. Hier geht es ja um übergeordnete politische Entscheidungssituationen, die aber offensichtlich da waren, durchgeführt wurden, mehrfach durchgeführt wurden und protokolliert sind. So, und deshalb geht unser Rechtsamt auch davon aus, dass derjenige, der das eingereicht hat, in dem Fall war es Herr Jarrow, für die ASK gar nicht klageberechtigt ist, weil seine Rechte als Anwohner, Mieter etc. gar nicht tangiert sind. Aber lassen Sie mich vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu den tangierten Rechten sagen, wenn ich das noch kurz darf. Ja, klar, sicher. Ich fand die Wortwahl auch von Herrn Jarrow und auch von Herrn Martini in einigen Fällen sehr grenzwertig. Es ist ein Wort gefallen wie Ghettoisierung, sowas würde ich niemals in den Mund nehmen. Und wer wie ich schon mal in Großstädten wie Berlin gearbeitet hat, da habe ich ganz andere Lagen, da weiß man auch, wovon man da redet und selbst dort würde ich es vermeiden. Ich glaube, dass man Menschen so nicht titulieren und auch nicht stigmatisieren darf. Ich glaube, eine andere Bezeichnung war soziale Abgehängte. Soziale Abgehängte. Fand ich indiskutabel, den Begriff. So arbeiten wir nicht. Das ist auch grundfalsch. Wenn man das jetzt aber zusammenpackt, war ja sein Argument, dass dann all die, die nicht in den Hochhäusern wären, dazu führen würden, dass dann, glaube ich, auf dem Drehschalter gesagt, dann ghettoisiert wird. Mal abgesehen davon haben die meisten dann gar nicht umgezogen, sondern sie sind in Landgruppen gezogen und dicht da dran. Wir haben den entsprechenden Ersatzwohnung besorgt. Und dann würde Herr Jarrow ja im Moment behaupten, wir hätten bereits ein Ghetto, denn wir sind ja alle raus. Also ich reiße ja nicht ab und Menschen sind noch drin. Also da ist ja keiner mehr. Wäre schwierig, dadurch ist es entkernt. Und er hat ja gesagt, es würde kommen. Geht ja nicht. Wäre er denn schon da? Und offensichtlich gibt es da nicht irgendwo Mord und Totschlag, dadurch, dass wir Hochhäuser räumen mussten. Das ist auch sehr friedlich gelaufen. Von denen hat auch keiner geklagt. Und ich war mit denen irgendwie eine Pistole vorgehalten hätten, also weil wir denen offensichtlich vernünftige Ersatzangebote gemacht haben. Oder die ihre Lebensplanung entsprechend dann anders gestaltet haben, ganz aus Schweden weggegangen sind, was auch immer. Also das ist sehr gut gelaufen. Das ist übrigens auch permanent durch Ortsbeiratssitzungen begleitet worden, so viel mal zum Thema Demokratie. Er wäre ja gut beraten gewesen, wenn er dann mal aufgelaufen wäre und noch was gesagt hätte. Also ich habe da mindestens auf 4 Ortsbeiratssitzungen gestanden und da Rede und Antwort
bestanden auch zu den Anrainern, zu Kindergärten und so weiter. Was passiert hier eigentlich? Wie läuft das mit dem Verkehr? Ich glaube, das kann man so nicht machen. Und ich glaube, so kann man das auch mit Menschen nicht machen, sie in so eine Ghetto-Situation hinein zu transferieren, zu diskutieren. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, wenn das schon schlimm ist, wenn das in einem ganzen Stadtteil passiert, nach seiner Aussage, dann ist das weniger schlimm, wenn ich die alle in einem Gebäude habe. Und dann noch in einem Hochhaus. Also den Teil der Argumentation habe ich noch überhaupt nicht verstanden. Weil in einem hochkomplexen Gebilde wie einem Hochhaus, wo 300 Haushalte wohnen, und er meint ja offensichtlich, er hätte dann Ghettos von Leuten, die man, keine Ahnung, bewachen müsste, was auch immer da seine Fantasien sind, und die stecke ich dann alle in einem Gebäude? Das ist sein Ernst? Das ist dann das, was das Problem ist? Also da scheitert für mich die gesamte Diskussion schon mal Ansatz. Das explizit würde ich so nie vermieden. Ich glaube, das ist an der Stelle auch ein ganz, ganz guter Schlusssatz. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, auch dass Sie nochmal Dinge auch klargestellt haben in dem Zusammenhang. Ich denke, unser Leser ist durchaus in der Lage, da auch sich seine eigene Meinung zu bilden. Also ich bedanke mich auch für Ihre Zeit, die Sie hier uns sich genommen haben, und verabschiede mich dann.